Guten Morgen, wir sind im Plastinarium in Guben und wir drehen einen Film über Professor Otto Prokop, dessen Biografie ich geschrieben habe. Und über uns ist eine Drohne, weil das Fernsehen macht das vernünftig. Ihr könnt das sehen, mit einer Drohne und filmt das ganze Plastinarium. Totaler Knaller. Damit hätte Prokop nicht gerechnet. Und jetzt steht hier völliges Chaos. Also, gleich geht's los. Professor Prokop wird 100 Jahre alt. Jetzt kommen wir in den Raum, wo das Video stattfinden wird. Und hier ist es richtig, ihr könnt es sehen, hier ist es richtig nebelig. Hinten. Fühlst du dich gruselig? Oder? Ja, ist schon ein bisschen gruselig. Ist schon ein bisschen gruselig, ey. Nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Was machst du da? Ich verteile den Nebel in dem Raum. Nee, aber nein, natürlich nicht. Du hast den schönen Schirm vom Mitteldeutschen Rundfunk hier. Ja, das stimmt. Genau. Damit alle wissen, mit wem sie es zu tun haben. Sehr gut. Was macht ihr heute hier eigentlich? Wir machen ein Interview mit dir zum Thema Dr. Prokop. Professor Dr. Prokop. Professor, kanntest du den noch? Nee, ne? Ich leider nicht, nein. Hast du jemals irgendwas von dem gehört? Nee. Doch, in der Tat. Wirklich? Aber nur den Namen, sonst nicht viel mehr. Was wurde darüber gesagt? Ich wusste, dass der Gerichtsmediziner war. Ach, immerhin. Ja. Wo bist du aufgewachsen? Bro? In Leipzig. In Leipzig? Ja. Ja, da war er auch mal kurz Institutsdirektor. In Leipzig und in Halle war er mal kurzzeitig kommissarischer Institutsleiter. Das ist richtig. In Halle haben wir auch schon gedreht. Im Institut? Ja. Oh, das ist... Beim Dr. Lessig. Das ist ja cool. Professor Lessig. Professor Dr. Lessig. Genau. Ah, so ist es. Mit dem der Marki auch schon einen schönen Artikel zusammengeschrieben hat. Mhm. So, jetzt geht's gleich los. So, jetzt sind wir fertig hier. Wie war es für dich? Sehr interessant. War sehr interessant? Ja. Was fandst du denn interessant? Vor allem die Geschichte mit Prokops Revolver im Schädel. Wirklich? Das kennst du nicht, dass jemand mit einer Knarre rumläuft und das demonstriert, wie ein Kopfschuss aussieht, ne? Ich bin beim Fernsehen, da kennt man so einiges. Ach so. Aber das nicht. Nee. Wie war es für dich? Also was ich ja besonders spannend fand schon im Vorfeld, ich habe einen Lehrfilm von ihm gesehen. Da hat er sozusagen ein Gehirn präpariert, irgendwo hin positioniert und dann wurde drauf geschossen. Also das hat mich echt umgehauen. Das war zeigt er das im Fernsehen dann? Ich glaube, um diese Uhrzeit dürfen wir das nicht wirklich zeigen. Wirklich nicht? Nee, ich glaube nicht. Nee. Damn. Hallo Drohne. So, jetzt haben wir uns ein bisschen eingekleidet. Die Ines macht das gleich noch schöner hier. Ne, Ines? Und hier steht das Team vom sehr guten MDR mit der Jubiläumssendung für Professor Otto Prokop, der nächstes Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Ja. Wenn er noch leben würde. Leider lebt er nicht mehr. Aber wir erzählen über ihn. Und ihr erzählt über ihn, habt ganz viele tolle Sachen ausfindig gemacht. Alte Filme, alte Lebensgefährten. Freut euch schon, wenn der Film kommt. So, hier in der Leiche kann man jetzt zum Beispiel sehen, das zeigen wir dann, dass es verschiedene Flecken gibt, weil Professor Prokop hat in einem berühmten Fall, dem Fall Hetzel, hat er mal an Leichen gezeigt, dass die Strangmarke zum Beispiel oder halt Verfärbungen oder Vertrocknungen der Haut nicht nur dadurch kommen können, dass sie durch die Tat passiert sind oder durch ein Ereignis, was zum Tode geführt hat, sondern auch hinterher. Und dann ist es natürlich schlecht, wenn das vor Gericht verwendet wird, um zu beweisen, dass jemand ein Täter war, weil es ist ja erst hinterher passiert. Das gucken wir uns jetzt mal näher an. Hier an diesem echten menschlichen Körper. So, mit etwas Glück kommt auch noch der Gunther vorbei. Nicht der auf dem Foto, also schon der auf dem Foto, aber der echte Gunther. Da sind wir ganz gespannt. Hier sind ja seine sensationellen Tierplastinate. Hier seht ihr eine Giraffe. Kann man den Kopf jetzt gerade nicht sehen, die auf dem Baum ist. Und hier ist eine weitere Giraffe, die in Scheiben zerlegt ist. Das ist schon echt episch. So, hier ist das Plastinarium mal von oben. Das ist auch total interessant. Ein wahnsinniges Gelände, riesengroß. Eine alte Hutfabrik. Und Gunther hat es dann fertiggebracht, hier das Weltzentrum der Plastination draus zu erschaffen. Total geil, alles super schick. Oder was heißt schick? Schön saniert. Da hinten sieht man Windkrafträder in der Ferne. Das Kamerateam ist ganz klein da hinten. Da, wo mein Finger ist, da. Und die schicken gleich wieder eine Drohne vorbei. Jetzt haben wir gerade Drehpause. Da habe ich meinen Blutdruck mal gemessen. 126 zu 89. Das ist normal.
relativ normal. Hochnormal. Nö, relativ normal. Sehr, sehr gut. Oh, nochmal. Oh, nochmal, damit ihr zugucken könnt, wie das geht. Arm reinstrecken. Arm reinstrecken. Arm reinstecken. Auf den Startknopf drücken. Dann macht es Geräusche. Achso, man muss gerade sitzen. Man soll nicht schief sitzen. Dann wird es zusammengedrückt. Bzzzt. So, jetzt ist mein Blutdruck 148 zu 87. Das ist irgendwie ein anderer Wert als vorhin. Habe ich nicht alles täuscht? 148. Jetzt habe ich Bluthochdruck. Verrückt. Ich sollte vielleicht mal das Hemd ausziehen. Nebenbei kann man hier so allerlei Spannendes entdecken. Das ist einfach so eingebastelt hier in die Ausstellung. Zum Beispiel hier, das sind echte Scheiben aus Körpern. Und wenn ihr mal guckt, die Körperhöhe, die ihr habt, entspricht der Breite, wenn ihr eure Arme ausbreitet. Kann man immer sagen, wenn man sieht, ja, das wusste ich schon immer. Aber hättet ihr es wirklich gewusst? Ich nicht.